Habt ihr euch jemals schon gefragt, welche Wirkung Alkohol auf euren Körper hat? Diese Frage wird euch heute beantwortet. Das ist Selina. Selina geht gerne feiern. Dabei greift sie auch mal gern zum Glas. Sie wird jedoch schneller betrunken als ihre männlichen Freunde. Doch woran liegt das? Frauen haben bei gleichem Körpergewicht mehr Körperwasser als Männer. Darum wird die Wirkung von Alkohol als stärker empfunden. Auch Kinder und Jugendliche reagieren stärker auf Alkohol, da sie weitaus leichter sind und ihre Organe und das Gehirn sich noch in der Entwicklung befinden. Im gesunden Maß kann Alkohol deiner Gesundheit sogar helfen und dein Immunsystem stärken. Jedoch bringt Alkohol in Übermengen unangenehme Nebenwirkungen und auch schwerwiegende Langzeitschäden mit. Zum Beispiel kann die Wirkung von Alkohol anfänglich auch als positiv empfunden werden. Man fühlt sich enthemmter, selbstbewusster und gelöster. Mit steigender Alkoholmenge treten negative Gefühle auf und das Verhalten wird zunehmend unangebrachter. Dabei spielt auch die momentane Verfassung eine Rolle. Nun zu den Langzeitfolgen beim Abbau von Alkohol in der Leber. In der Leber werden Zellen geschädigt und es sammelt sich Fett an. Dies kann mit der Zeit zu einer Fettleber führen und später zur Gelbsucht, Leberzirrhose und Leberkrebs. Regelmäßiger Alkoholkonsum steigert den Eisengehalt im Blut, was ebenfalls zu Leberschädigungen führen kann. Nun weiß Selina und auch ihr, was bei Alkoholkonsum in ihrem Körper passiert. Trinkt in Maß und mit Bedacht.